Google, Uber, Lieferando, Immobilienscout und andere interessante Internetgeschäftsmodelle. Und das in einer einzigen Aktie. Das ist der Traum von vielen Anlegern. Und so ein Unternehmen gibt es. Es ist der IT-Konzern Yandex. Der hat in Russland mehrere digitale Wachstumsmärkte fest im Griff. Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen und schon mal vielen Dank dafür, dass Sie sich ein Video zu einer Technologieaktie ansehen, die nicht Wirecard ist und wo es auch nicht darum geht, was wusste Olaf Scholz, der gemeine Mitverschwörer. Der Wirecard-Skandal ist natürlich ein starkes Stück gewesen. Da hätten wir jetzt auch ganz gern, dass jemand schuld dran ist, jemand, den man idealerweise auch kennt. Olaf Scholz wäre da ideal. Bill Gates könnte ich auch noch anbieten, aber der ist wohl, was Verschwörungen betrifft, gerade anderweitig beschäftigt. Sowas wie Wirecard ist natürlich bitter. Es hat ja auch gerade viele Privatanleger getroffen, aber ich muss doch sagen, ich persönlich verspüre auch eine kleine Genugtuung, ein bisschen zumindest. Bei mir geht es ja hauptsächlich um Emerging Markets und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was einem bei Schwellenländeraktien teilweise an Misstrauen noch entgegenschlägt. Es sind einfach sehr viele Anleger immer noch der Meinung, das ist doch in den Schwellenländern alles nicht transparent und das ist doch da völlig unreguliert. Und die Chinesen zum Beispiel, das sind sowieso alles Betrüger. Wie kann man das glauben, was die in ihre Bilanzen schreiben? Und neulich hat es dann ja auch tatsächlich wieder einen China-Aktienskandal gegeben bei Luckin Coffee. Das hat das Ganze auch nicht besser gemacht, ist klar. Aber Wirecard war eben kein chinesischer Reverse-Merger, es war auch keine Rohstoffbude von irgendwo Papua-Neuguinea oder sowas, sondern es war ein DAX-Konzern. Und man muss es eben leider sagen, kriminelle Energie gibt es überall. Und wenn jemand wirklich mit krimineller Energie vorgeht, egal wo, und wenn der Prüfer dann noch jahrelang sein Testat drunter setzt, auch, dann kann man dagegen eigentlich nicht viel machen, außer vielleicht, dass man endlich mal die Aufsicht verstärkt. Und ich muss es immer wieder betonen, wir haben in den Schwellenländern inzwischen teils sehr strenge und sehr gute Regulierung und wir haben sehr gute und transparente Unternehmen dort auch. Unter anderem auch in Russland. Russland hat da keinen besonders guten Ruf, das ist klar, das ist teilweise auch berechtigt für den Rohstoffsektor zum Beispiel, weil da der Staatseinfluss sehr hoch ist. Aber es gibt da im Privatsektor sehr viele gute Unternehmen, die auch wirklich Aktionärsinteressen stark im Blick haben. Das heißt nicht, dass Russland nicht auch seine Tücken hätte, aber viele Unternehmen dort sind eben sehr gut, was hier unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Man muss sich eben informieren. Dafür gibt es den Zukunftsmärkte-Kanal, wirklich einer von wenigen Kanälen, glaube ich, kann man sagen, der auch immer wieder Aktien aus den Schwellenländern im Detail vorstellt. Und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass Sie sich dafür interessieren für solche Aktien. Ich freue mich auch sehr über jeden, der meinen Kanal abonniert. Und dabei bitte auch immer gleich das Symbol mit der Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind von mir. Jawohl! Das Unternehmen, das wir heute besprechen, das ist der Digitalkonzern Yandex. Das ist der Chart in Euro. Die Aktie hat sich die letzten 5 Jahre sehr gut entwickelt. Und der letzte Einbruch hier durch die Coronavirenkrise, der ist auch schon lange wieder ausgebügelt. Wir haben zwischenzeitlich schon wieder neue Allzeithochs auch erreicht. Und damit hat sich Yandex auch deutlich besser entwickelt als der russische Gesamtmarkt. Wenn man den Chart so sieht, dann hat man den Eindruck, das hat sich hier entwickelt wie eine klassische Technologieaktie von der Nasdaq. Und genauso ist es auch. Yandex ist hauptsächlich zwar in Russland aktiv, die Gesellschaft ist aber eingetragen in Amsterdam und gelistet ist sie an der Nasdaq. Was tut Yandex? Es ist ähnlich wie bei Google. Yandex ist ein Suchdienstbetreiber, dadurch wird Yandex ja auch immer gerne Russlands Google genannt, genauso wie man Baidu immer Chinas Google nennt.
Und es läuft auch ähnlich wie bei Google oder wie bei Baidu. Man hat eben die Internetsuche, damit wird hauptsächlich noch das Geld verdient, aber die Daten, die man dadurch hat und die Reichweite und der Zugriff auf viele Internetnutzer, damit zieht man dann eben neue Geschäftsmodelle hoch. Und das macht Yandex auch nicht schlecht. Es gibt einige Beispiele, wo man jetzt bei Google oder bei Baidu sagen könnte, das haben die jetzt wirklich verpasst, diesen Markt, da haben sie andere Wettbewerber hochkommen lassen. Bei Yandex war das aber in einigen Fällen nicht so. Die waren da mehr dahinter. Bei Internetportalen zum Beispiel. Also Yandex betreibt unter anderem ja auch das größte Autoportal in Russland mit 22 Millionen Nutzern im Monat. Es hat eine der größten Immobilienseiten in Russland, es hat eines der größten Jobsuchportale, es hat eine Musikstreaming-Seite, eine Kinoseite, eine Ticketbuchungsseite, wo man alle möglichen Veranstaltungen buchen kann. Das sind ja alles die Internetgeschäftsmodelle, die auch besonders interessant sind. Dann, wenn man entsprechend Größe und Reichweite hat zumindest. Und Yandex ist da auch in diesen Bereichen in Russland immer einer von den großen Anbietern. Und wo Yandex jetzt aber wirklich aufgetrumpft hat, das ist Yandex Taxi. Also Taxifahrten und Fahrdienstvermittlung auch. Also das, was woanders Uber und Lyft machen. Yandex hat eine eigene Taxiflotte. Es hat 75.000 Fahrer in über 1.000 Städten. Es transportiert bis zu 5 Millionen Menschen am Tag. Wenn nicht gerade das Coronavirus wütet natürlich. Und es war so, 2014 ist Uber nach Russland gekommen, wollte da den Markt aufrollen, hat dann aber gemerkt nach einiger Zeit, gegen Yandex kommt man nicht an. 2017 ist dann beschlossen worden, dass man Uber und Yandex zusammenlegt in Russland. Yandex Taxi gehört jetzt zu 58% Yandex, 38% oder 36% sind es, glaube ich, gehört Uber, der Rest Manager und Angestellte. Und es ist auch gut möglich, dass Yandex Taxi dieses Jahr oder nächstes Jahr separat an die Börse geht. Yandex Taxi ist auch profitabel, verdient Geld seit dem dritten Quartal 2018. Es verdient nicht viel Geld, aber es ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ja Uber und Lyft Milliardenverluste machen momentan noch. Und Yandex Taxi wächst stark. Das Umsatzwachstum 2019 war fast bei 100% und damit kommt jetzt auch im Gesamtkonzern ein Viertel der Umsätze schon von Yandex Taxi. Und das Ganze ist auch ausbaufähig. Was jetzt zum Beispiel stark erweitert werden soll, das sind Lieferungen, Lieferdienste mit Yandex Taxi. Dann auch die Zusammenführung von Yandex Taxi mit Yandex Eats, dem Essenslieferdienst, wo auch schon 25.000 Anbieter angeschlossen sind, und Robotaxis und autonomes Fahren. Wissen Sie ja vielleicht von meinen Videos zu Baidu, autonomes Fahren ist auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Und auch Yandex ist einer von den Technologiekonzernen, die an einer Plattform arbeiten für autonomes Fahren. Yandex hat schon über 100 selbstfahrende Autos auf der Straße, hat schon Millionen Testkilometer auch gefahren. Es betreibt Robotaxis, eine ganze Flotte in Russland und auch in Israel und ist in dem Bereich sicher auch kein Anbieter, den man jetzt unterschätzen sollte. Hier die Umsätze mal insgesamt von 2015 bis 2019 in Millionen Rubel. Der Löwenanteil, wie gesagt, ist noch Werbeumsatz in Hellgrau und Dunkelgrau hier über den Suchdienst, über die Portale, über das Netzwerk. Das Gelbe sind die übrigen Aktivitäten. Man sieht, dass der Anteil von denen steigt. 2019 war er eben auch schon bei 31%. Und man sieht auch, dass das Umsatzwachstum insgesamt auch noch ganz ordentlich ist. Das Ganze jetzt nochmal seit 2011, also definitiv starkes Umsatzwachstum, im Durchschnitt über die Jahre hinweg ein Umsatzwachstum von 36% pro Jahr. Und hier ist noch der Nettogewinn, der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn jeweils. Auch da geht es immer noch gut nach oben. Der Nettogewinn schwankt allerdings stärker und das Durchschnittswachstum war hier mit 22% pro Jahr auch nicht so hoch wie das durchschnittliche Umsatzwachstum, weil nämlich auch die Investitionen und die Kosten stark steigen. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, das werden die Anleger aber Yandex vermutlich verzeihen, weil das ja bei Wachstumsunternehmen heutzutage oft so ist.
Wo gibt es sonst noch Potenzial? Es gibt zwei interessante Bereiche noch, nämlich Internethandel und Bezahldienste. Und das sind beides Bereiche, die Yandex in den letzten Jahren zusammen mit der Sberbank hochgezogen hat. Die Sberbank ist die größte Bank in Russland, mit Abstand die größte. Und dadurch hat Yandex von Anfang an auch viel zu guten Zugriff zu Kundendaten und so gehabt. Das wird jetzt aber alles aufgelöst. Yandex kauft von Sberbank die Anteile am Marktplatz und bei der E-Commerce-Plattform und Sberbank kauft Yandex beim Bezahldienst aus, also bei Yandex Money. Da fängt Yandex jetzt wieder bei Null an. Und dafür hat man aber, wie gesagt, Yandex Markets jetzt komplett und das ist durchaus aufbaufähig. Da sind jetzt ungefähr 1 Million Produkte drauf von über 20.000 Anbietern und der russische E-Commerce-Markt an sich, der ist sowieso ja auch noch ausbaufähig. Also der Anteil vom Internethandel am gesamten Einzelhandel, der ist in Russland nämlich erst bei 5%, in den USA sind es schon 15% und in China schon über 20%. Aber Yandex Markets ist jetzt, bis jetzt zumindest, noch kein Amazon oder kein Alibaba. Bis dahin muss schon noch einiges noch passieren. Und diese Trennung von der Sberbank, das ist ein Politikum. Und damit sind wir auch schon bei den Risiken der Aktie. Die Sberbank wird vom Staat kontrolliert und das Zusammengehen mit der Sberbank damals, das ist schon passiert seinerzeit auf sanften Druck der Regierung, um da eben auch den Daumen drauf zu haben. Und dass die sich jetzt wieder trennen, das heißt nicht, dass der russische Staat Yandex jetzt weniger kontrollieren will, sondern dass er gemerkt hat, dass diese Kontrolle über die Sperrbank oder über die Ventures, dass die nicht reicht. Es ist nämlich inzwischen schon eine Frage vom nationalen Interesse, was das Internet betrifft in Russland. Die Regierung hat da sowieso ganz gern den Daumen drauf. Und was ja noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass dieser große, dominante Internetkonzern ja von ausländischen Anlegern dominiert werden könnte. Und darum ist letztes Jahr ein Gesetzentwurf diskutiert worden im Parlament, wonach ausländische Anleger bei solchen Unternehmen in Zukunft nur noch 20% der Anteile haben dürfen. Bei Yandex ist es natürlich deutlich mehr. Und da hat der Konzern dann lang verhandelt mit der Regierung und hat da auch vieles in die Waagschale geworfen. Also zum Beispiel, es gibt Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten, über die die Hauptaktionäre momentan noch die Stimmenmehrheit haben. Diese stimmrechtsbevorzugten Aktien, die sind jetzt dann noch in eine Stiftung eingebracht worden, eine Stiftung, wo auch russische Akademiker und russische Verbände mitreden dürfen. Das Ganze, also dieses Modell, diese Lösung, das hat die Regierung jetzt letztlich abgenickt. Alle waren erleichtert, die Aktie ist dann auch deutlich gestiegen Ende vom letzten Jahr. Aber sowas kann jederzeit natürlich wieder kommen, weil Yandex eben ein dominanter Konzern mit einer großen Bedeutung ist, den die russische Regierung auch nicht mal ignorieren kann und ignorieren will. Also ein politisches Risiko. Und was noch dazu kommt, sind ebenfalls politische Risiken, was nämlich russische Aktien ganz generell betrifft. Wegen der Außenpolitik, wegen der Gefahr weiterer westlicher Sanktionen. Das ist ein Thema und das ist es ruhiger geworden in letzter Zeit, aber es kann auch wieder zurückkommen, was russische Aktien grundsätzlich eher spekulativ auch macht, meiner Meinung nach. Aber dessen ungeachtet ist Yandex eine interessante und gute Aktie. Es ist ein Technologiewert, es ist ein Wachstumswert, der wirklich auch Wachstumspotenzial noch hat. Und damit bringt er natürlich genau auch das mit, was die Börse ja zurzeit auch haben will. Das KGV liegt bei 50 ungefähr schon, das ist also schon relativ hoch. Da muss Yandex erst noch reinwachsen die nächsten Jahre. Der Börsenwert liegt bei 18 Milliarden Dollar. Das ist nicht so hoch, würde ich sagen, für einen Konzern, der so eine Marktposition hat. Das ist vertretbar. Und wir haben im Moment auch eine hohe Trendstärke bei der Aktie und einen intakten Aufwärtstrend. Insofern, die Risiken sind erhöht in meinen Augen, wie gesagt, weil Yandex eben auch eine russische Aktie ist. Es ist von daher für mich jetzt kein Technologiebasisinvestment oder sowas. Aber wenn man das Risiko generell akzeptieren kann, dann kann man da ja trotzdem mal ein bisschen was wagen und kleinere Positionen vielleicht auch eingehen.
Es gibt noch eine spannende russische Internetaktie, nämlich Mail.ru. Und wenn Yandex Russlands Google ist, dann ist Mail.ru Russlands Facebook. Und um diese Aktie geht es morgen im Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis, die kann jeder bekommen. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nutzen Sie die Möglichkeit, der Report geht morgen raus. Und wenn Sie es aber nicht schaffen sollten, bis morgen sich anzumelden, dann können Sie den Beitrag natürlich auch im Archiv später noch nachlesen, so wie alle Analysen, die wir da für Sie machen. Und der Link für die Anmeldung ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, und weil ich ja am Anfang eingestiegen bin mit Olaf Scholz, darum hier zum Schluss jetzt noch ein Hinweis auf ein anderes Video von meinem geschätzten Kollegen Sebastian Hell. Da geht es darum, um die künftige Besteuerung von Xetra Gold und ähnlichen Produkten in Deutschland. Ein Video, aus dem wir leider dann doch den Schluss ziehen müssen, dass Olaf Scholz am Ende vielleicht doch ein ganz schön schlechter Charakter ist, dem wir leider auch in Zukunft wohl jede Art von Gemeinheit zutrauen müssen. Auf jeden Fall ist er kein Freund von den Anlegern. In diesem Sinne, bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen.